Du möchtest gerne Klavier spielen und dabei so richtig schön entspannen? In dem heutigen Tutorial zeige ich dir, wie du ganz ruhige Meditationsmusik auf dem Klavier spielen kannst. Wie immer bekommst du zunächst eine kleine Kostprobe, wie das Ganze dann später klingen wird. Vielleicht hast du bei dir zu Hause auch manchmal diese Playlists an, in denen im Hintergrund stundenlang schöne, beruhigende Klaviermusik läuft. Und vielleicht hast du dir auch schon mal gedacht, ach, das wäre doch eigentlich schön, wenn ich sowas mal selbst auf dem Klavier spielen könnte und dann einfach diese wohltuenden Klänge unmittelbar spüren kann. Ja, wenn dich das interessiert, wie das funktioniert, dann bleib unbedingt dran. Um erstmal in eine meditative Stimmung zu gelangen, spielen wir in der linken Hand ein Begleitmuster, das aus genau 4 Noten besteht und immer wiederkehrend verläuft. Wir spielen in der linken Hand die Töne C, G, D und C. Das wiederholen wir jetzt erstmal ein paar Mal hintereinander, bis wir so richtig schön in einen Fluss kommen. Falls ihr euch mal ans Klavier setzt und ihr auf einmal gar nicht mehr wisst, welche Töne waren das jetzt eigentlich nochmal, dann merkt euch einfach die Formel 1-5-9-8. Und zwar können wir vom Ton C aus alle Töne raufzählen, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und dann wissen wir, okay, es ist der erste Ton, der fünfte Ton, der neunte Ton und der achte Ton der C-Dur-Tonleiter. Und ihr müsst euch das vorstellen wie so eine Telefonnummer eigentlich, die man wählt. Ja? Man weiß die Nummer 1598 und jetzt wählen wir einfach die Tasten an. Also 1598. Ja, und so könnt ihr euch dann ganz schnell an diese Begleitfigur zurückerinnern. In der rechten Hand können wir alle Töne der C-Dur-Tonleiter nehmen, also alle weißen Tasten. Wir können weiße Tasten aus dieser Oktave nehmen oder eine Oktave höher. Als erstes spielen wir ganz entspannt oben immer einen Ton alle 4 Takte. Jetzt spielen wir alle 2 Takte oben einen Ton. Und jetzt spielen wir pro Takt einen Ton oben in der rechten Hand. Diese 3 Varianten kann man jetzt schon schön miteinander mischen. Thank you.
Noten zu diesem Tutorial findest du übrigens auch auf meinem Klavierblog. Den Link dazu findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Wenn jetzt mal ein schräger Ton dabei sein sollte, dann lasst euch dadurch nicht beunruhigen. Da gibt es nämlich einen ganz einfachen Trick, wie man das dann wieder gerade biegen kann. Also angenommen, wir spielen jetzt einen Ton, der erstmal eher so ein bisschen dissonanter ist. Ja, wie zum Beispiel das F. Wenn wir jetzt einfach entweder einen Ton rauf oder einen Ton runter gehen, dann werden wir hören, dann löst sich diese Spannung ganz schnell auf. Also zum Beispiel so. Jetzt gehe ich runter und schon klingt es wieder schön. Oder jetzt einen rauf. Probiert das einfach mal aus, wenn ihr das nächste Mal in die Situation kommt. Ihr könnt die Klänge auch einfach mal ein bisschen erforschen, indem ihr zum Beispiel Schritt für Schritt die C-Dur-Tonleiter raufgeht und einfach mal hört, wie der Klang sich eigentlich so anhört. Was für eine Wirkung hat der Klang auf dich? Und dann versuche dir, diesen Klang abzuspeichern. Also, wir fangen mal an hier auf dem C. Und spielen jetzt immer alle zwei Takte eine Note rauf. Speichere dir diese Klänge gut ab und dann kannst du nach und nach ganz gezielt darauf zugreifen. Jetzt wird's schon etwas fortgeschrittener. Wir spielen jetzt oben in der rechten Hand immer halbe Noten. Das heißt, auf jede zweite Note, die wir unten spielen, kommt ein Ton oben. Merkt euch einfach, dass immer wenn ihr das C anschlagt und immer wenn ihr das D hier oben anschlagt, kommt ein Ton, eine beliebige Taste hier oben. Als nächstes spielen wir in der rechten Hand auch Viertel. Das heißt, auf jede Taste, die wir unten spielen, kommt auch eine Note oben. Wenn ihr möchtet, dann könnt ihr auch Achtel einbauen, zum Beispiel so. Unten haben wir dann immer einen Ton, auf den oben zwei Töne fallen. Wenn wir diese verschiedenen Notenwerte miteinander kombinieren, dann lassen sich schon sehr, sehr schöne Melodien daraus formen.
Was in dieser beruhigenden Entspannungsmusik am Klavier auch häufig verwendet wird, sind die Terzen. Und zwar haben die Terzen eine sehr, sehr ruhige und friedliche harmonische Wirkung. Also Terzen spielen wir ganz einfach in der rechten Hand, indem wir jetzt zwei Töne immer anschlagen. Und ihr seht schon, in der Mitte bleibt immer eine weiße Taste leer. Zusammen mit der linken Hand klingt das dann so. Sehr schön klingen auch die Sechsten. Das erfordert natürlich etwas Übung beim Greifen. Schau dir hierzu unbedingt mein Tutorial Romantisch Klavierspielen an. Das habe ich dir mal hier oben in der Infokarte verlinkt. Da gehe ich nochmal ganz genau auf dieses wunderschöne Intervall ein. Wenn du rhythmisch schon etwas fitter bist, dann trau dich auch ruhig mal Triolen einzubauen. Zum Beispiel so. Oder auch indem du Terzen spielst, triolisch. Oder die Sechsten. Oder du spielst die Triolen etwas schneller. Wie gesagt, die Noten zu diesem Tutorial findest du auch auf meinem Klavierblog. Ich hoffe, dir hat das Tutorial gefallen und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Bis zum nächsten Mal, deine Melanie. Ciao!